Herzlich willkommen in meiner Anti-Aging-Küche zu einer weiteren Variation des Eiweißbrotes. Heute Eiweißbrot wieder mit Haferkleie und Flohsamen. Der Wunsch der Menschen nach einem gesunden und figurfreundlichen Eiweißbrot wird immer mehr. Und das ist jetzt eine Möglichkeit, dass man das selber machen kann. Okay, dazu brauchen wir Haferkleie, grobe Haferkleie, Quark, Magerquark, Eier, Backpulver, Flohsamenschalen, Salz und Pfeffer. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, man kann natürlich auch dem Ganzen noch etwas toppen mit gerösteten Sonnenblumenkerne, kann man noch dazu tun. Das alles ist sehr einfach zum Verarbeiten. Dazu tue ich jetzt einmal die ganzen Eier in die Rührschüssel. Das tue ich erst einmal aufschlagen. Dann kann man nach und nach den Quark dazugeben. Dann tue ich gleich etwas Salz dazu, etwas Pfeffer, dann gebe ich das Backpulver ungefähr ein Päckchen dazu. Den Ofen tue ich gleich auf 200 Grad hochheizen. Die Flohsamenschalen. Dann gebe ich schon mal, je nach Wunsch, einfach Sonnenblumenkerne dazu. Und die Haferkleie. Das Ganze noch etwas gut durchmischen. So, und dann kann man den Besen gleich wegnehmen. Den Teig tue ich da rein. Dann kann man alles in die vorbereitete Kastenform machen. Das habe ich mit Backfolie, mit Dauerbackfolie ausgelegt. Nimmt man nämlich Papierfolie her, Backpapier her. Dann kann es sein, dass das ganze Brot und der Teig, nachdem es gebacken ist, hängen bleibt. Und das ist keine Freude, so ein Brot nochmal zu machen. Das Ganze wird jetzt da reingefüllt. Das ist ein relativ weicher Teig, hat jetzt also mit dem Brotteig, so wie man es sich vorstellt, nichts zu tun. Aber das wird jetzt noch, muss man jetzt noch quellen lassen für ungefähr eine halbe Stunde. So. Und dann backt man das Ganze im Ofen aus. Man kann, wenn will, noch ein paar Sonnenblumenkerne oben drüber tun. Und dann schauen wir weiter, wenn wir das Brot, den Teig dann in den Ofen schieben. Ich habe jetzt, genau, das ist jetzt abgefüllt und der Brotteig, der ist gequollen. Die Temperatur vom Ofen ist erreicht, 200 Grad. Jetzt tun wir das Brot rein, die Kastenform. Warten wir 20 Minuten und dann schalte ich zurück auf 170 Grad. Die gesamte Backzeit ist ungefähr 50 bis 60 Minuten. Und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ja, die Backzeit von unserem Eiweißbrot mit Haferkleie, die ist vorbei. Schauen wir doch gleich einmal, was daraus geworden ist. Ist eigentlich ein Gedicht, also es schaut richtig toll aus. Eine schöne Farbe. Es ist weich. Es ist
eigentlich so, wie es sein soll, ausreichend Zeit. Also das waren jetzt einmal 30 Minuten und einmal 20 Minuten. Erst auf 200 Grad und dann auf 170 Grad runtergeschalten. Ich versuche jetzt, dass ich das Brot auseinanderschneiden tue, damit Sie auch sehen, wie es innen ausschaut, obwohl es noch sehr heiß ist. Aber es duftet hervorragend. So schaut es aus. Schön durchgebacken. Luftig, locker. Ich freue mich schon, wenn es kalt ist, dass man es essen kann. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn man das in Scheiben schneidet tut und in Toaster reintut, dass das wirklich nochmal sehr gut und einen Tick nochmal an Geschmack gewinnt. Probieren Sie es aus. Freut mich. Ich freue mich über jeden Kommentar, den Sie schreiben. Auch ist es leicht zu machen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder in meiner Anti-Aging-Küche. Abonnieren Sie den Kanal, dann sind Sie automatisch dabei. Bleiben Sie mir gewogen und ich bleibe Sie gesund. Viele Grüße.